Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Tor in Kiel. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Tor in Hannover. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Behrendt. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Da ist die Balleroberung. Und weiterspielen, hat er Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Behrendt. In Ingolstadt. Arno Behrens. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Ärgerlich. Da ist auch mal die Entstehung eines Tors zurück. Die Flanke. Und dann trifft er den Kurs und der Wahl in den Ausgleich geschafft. 1:1. Tor in Hamburg. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druck von ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Tor in Karlsruhe. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. So langsam wird es gefährlich. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber... schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben.
Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Spielt den Ball. Sie könnten jetzt flanken. Platz vorbei. Und er schießt. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann dieses Tor, den Ball einfach reinnehmen. Immer noch, da gibt es nichts mehr zu tun. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hätte er sich natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul muss er natürlich vom Platz. Das war richtig knapp, aber der Ball passt. Genau gezielt oder Glück. Wurscht, Hauptsache er macht das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Elfmeter in Hannover. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Es gibt die Elfmeter. Und gelb noch dazu. So, jetzt können Sie die Führung ausbauen. Er macht den Elfmeter nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Ecke kommt. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt können Sie kontern. Platzverweis im Wildparkstadion. Gefährlich! Vielleicht jetzt! Sie geben nicht auf. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich! Da ist das Tor. Sie sind wieder da. Also in Sachen Kampfgeist ist das eine Demonstration. Auch zu 10 machen sie weiter Druck. Machen hier den Ausgleich. Sind wieder da. Das ist eine Wahnsinnsszene. Tor in Kiel. Sie haben. Und damit hat er Feierabend. Zweite gelbe, gelb-rot. Ja, da hätte er sich einfach mehr zurückhalten müssen, Wolf. Er wusste doch, dass er sich nichts mehr erlauben darf. Sie wechseln aus. Da wäre der Platz, um zu flanken. Gondorf. Ah, den muss er besser verteidigen. Er holt sich den Ball. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Schalke macht Druck. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Mühling.
Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Platzverweis im Volksparkstadion. Zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Jetzt geht er runter. Er hatte ja schon gelb. Da hätte er sich einfach geschickter verhalten müssen. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Tor in Aue. Volley genommen. Das ist gar nicht so einfach. Macht er technisch perfekt. Ein Schuss wie ein Strich. Und das Ding feiern sie zurecht. Tor in Paderborn. Straight um. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Platzverweis in Regensburg. Jetzt könnte das Ding hier kippen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Esswein. Alexander Schirov. Ritzmeier. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Da trennt er ihn vom Ball. Tor in Ingolstadt. Noch eine Wiederholung des Tors. Verlauf kommt jetzt. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil Leipzig doch besser ist. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil Leipzig doch besser ist. Viel besser ist der Leipzig, ja, und wir aufbringen den. Wir springen alle, alle auf den Sitz. Und von meiner Wackel schon der Hit. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Jetzt die Möglichkeit. Tor in Hamburg. Kein Tor. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und verliert sich. Yeah, auf geht's Hamburg. Yeah, yeah, always Hamburg. Yeah, 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 auf geht's Hamburg. Yeah, yeah, always Hamburg. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen.
Oh, Ballgewinn. Nur in Ingolstadt. Da ist das Tor nochmal. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Sieht im Moment gut aus. Und das freut mich natürlich. Herr Mandels, die Heide, Heide, so, Heide, 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 Regensburg. Latte. Schuster. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann stimmt die Zuordnung da hinten nicht. Kurz die Verwirrung. Und das nutzen sie aus. Ganz geschickt. Drin der Ball. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Könnte jetzt was werden. Und sie pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Der unparteiische beendet Durchgang 1, Buschi, in dem es ja diesen einen großen Aufreger gab. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Da hat er die Chance. So, jetzt haben sie die Überzahl genutzt und machen das Tor. Muss das dann einfach konsequent raus. Dann wird es für deine Chance. Tor in Hannover. Und das ist die Führung trotz Unterzahl. So musst du hier auch erstmal aufspielen. Jawohl, Wolf. Sie rufen hier eine richtige Energieleistung ab. Hoffen wir mal, dass sie das auch bis zum Ende durchhalten können. Tor in Paderborn. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Tor in Hamburg. Tor in Ingolstadt. Tor. Jetzt kommt die Auswechslung. Aue. Der verwarnte Spieler muss runter. Schauen wir nochmal auf die Und jetzt gibt es hier den Wechsel. Ja,
das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Yeah. Und dann dieses Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Es hat geklingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Viel besser ist der FCN, ja und wir auch bringen alle wir ihn. Wir springen alle, alle aus dem Sitz. Und vom Freunde wackelt schon der Hit. Es wird geklingelt, klingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Es hat geklingelt, klingelt in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Bis Zander. Becker. Jetzt lassen Sie den Ball laufen. Und dann verlieren sie den Ball. Also aus der Szene wird nichts. Tor in Hannover. Ah, da wäre jetzt Platz. Tor in Kiel. Keine Gefahr mehr. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann ist der Mitte. Das kommt sich an. Das ist der Tor. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Der Assistent hebt die Fahne abseits. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Geht der Ball hier doch hinter die Linie, ist natürlich ein bisschen Glück dabei. Ein paar Millimeter höher, dann springt er wieder ins Feld. Sie nehmen eine Auswechslung vor. In Paderborn. Hier steht es. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Tor in Karlsruhe. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die ziehen den Kontakt perfekt auf. Und dann sehen wir uns wieder neben. Es ist kaum ganz da. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ist es das? Was für eine Parade! Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Tor in Düsseldorf. Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Es gibt Strafstoß. Und die gelbe Karte. Spielerwechsel
können erhöhen. Der Strafstoß ist drin. Der Ball schlägt unten im Eck ein. Den kannst du als Keeper nicht halten. So schießt man den. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Jetzt geht er runter. Er hatte ja schon gelb. Er hätte sich einfach geschickter verhalten müssen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Macht er das Tor? Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Es ist letztlich nur noch vorne. Und jetzt wollen sie wechseln. Unglückliche Aktion. Jetzt ist der Sieg hier doch wieder so ein wenig in Gefahr. Ja, jetzt müssen sie sich zusammenreißen, müssen wieder zum Spiel finden. Also das könnte ein Knackpunkt werden. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Das ist die Chance. Das war knapp. Tor in Hannover. Da haben sie jetzt einige Optionen. Vielleicht der Ausgleich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da eine Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Platzverweis im Wildparkstadion. Und klasse durchgesetzt. Ist das der Ausgleich? Ausgleich in dieser Schlussphase, da sind sie wieder. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Aber sie geben dieses Spiel nicht verloren. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Wenn das Timing nicht stimmt, dann ist man zu spät dran. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereits verwarnt. Das heißt, gelb-rot. Da kommt das Ganze nochmal. Und am Ende ist das natürlich kein großes Problem mehr. Er kann dann mit dem Ball ins Tor laufen. Ich glaube, da gibt es viele Fragezeichen in der Abwehr. Platzverweis. 4-1 jetzt also.
Das Spiel ist so ausgeglichen. Jetzt mal gucken, inwieweit dieser Platzverweis in den Spielverlauf eingreift. Völlig korrekt, Wolf. Bisher gab es hier kein überlegenes Team. Und das ist natürlich jetzt die große Chance für die Mannschaft in Überzahl. Also in Sachen Platz ist das eine Situation. Auf zum Ziel. Machen Sie weiter. Machen Sie den Ausgleich. Sie sind wieder da. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Tor in Karlsruhe. Klasse Pass. Tor in Paderborn. Gutes Tackling hier. Die Gelegenheit. Ball kommt. Sie machen das Tor. Und damit die vierte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Tor Düsseldorf. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf und dann ist es Tor 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Tor in Hannover. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Ganz knappes Ding. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball ist es hat geklingelt, in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Es hat geklingelt, in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Viel besser ist der FC, ja unsere Aufbringende. Wir springen alle aus dem Sitz, und vom Alter wackelt schon der Hit. Es wird geklingelt, in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Es wird geklingelt, in der Kiste, weil der FC doch besser ist. Tor in Paderborn. Gut verteidigt. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern.
Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Wir hören den Schlusspfiff. Für die Gäste ist es heute also eine Niederlage geworden.